Hallöchen da draußen und willkommen zurück zur nächsten Aufnahmefolge von Slime Ranger. Ja, wir sind wieder tatkräftig dabei und wir haben ja das letzte Mal eine Kombination gemacht, die wir anscheinend bereuen würden oder tun. Das war die Kombination zwischen, glaube ich, einem Honig und einem Jägerplört, also Slime. Den müssen wir wahrscheinlich leider einäschern. Dann schauen wir aber erstmal was hier ist. Okay, warum liegen hier so Plörts draußen? Ja, die essen jetzt auch ganz gerne. Also diese komische Explosion, hoffentlich schaden die uns nicht. Wie sieht's hier aus? Kurz mal hier den Müll aufräumen. Ja, ich zeige euch ihn einfach mal. Das war hier. Den Gutsten müssten wir, glaube ich, leider verbrennen. Ah, ihr werdet, wenn wir, okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt haben wir einen Quadrum Honigplört. Ist der Gutste jetzt gut gelaunt oder greift... Ach, der ist wieder gut gelaunt. Wie bitte? Du wirst uns nicht angreifen? Okay. Ja, jetzt kombinieren sich auch die Quadrum-Plurts ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe gedacht, ich müsste ihn opfern. Bin ich ganz ehrlich. Warte mal, wir machen mal Folgendes. Nicht, dass sich hier noch mehr vermehren. Aber ich finde es gut, dass der jetzt einen Kumpel hier hat und dass er doch gut gelaunt ist. Ich hätte jetzt mich beinahe verbrannt, muss ich ganz ehrlich gesagt zugestehen. Also, wo war das? Ich habe es doch hier aufgestellt, oder? Oh, ey, porte mich hier nicht mit. Was geht denn da mit dir? Ja, mit der hier. Ich hätte ihn beinahe hier reingesteckt. Gott sei Dank ist es nicht so der Fall gewesen. Hat er doch Glück gehabt. Weil ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, der hat mich nur angegriffen. Nur noch. So, eine andere Sache müssen wir auch gleich schauen. Wir haben ja so ein so ein Bienenhaus im inneren Haus getan. Das war schon in der Höhle, glaube ich. Und wir müssen auch die Plätze hier mal wieder raussaugen, weil ihr seht ja, die Kanister sind voll. Hier wahrscheinlich auch, gleich so gut wie. Ja, also da hält sich noch in Grenzen. Warum hier die Slimes hier verschwunden sind, ich habe leider keine Ahnung. Vielleicht holen wir uns in dieser Folge ein paar neue. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben doch hier so ein Bienenhaus reingestellt, oder? Du müsstest ja hier irgendwo rumtanzen. Oder war das beim Dschungel? Ja, ich glaube, das war beim Dschungel eher, weil hier sehe ich gerade nichts. Ja, die Quadrum-Slimes, die sind so ein kleines Problem. Ich bin zu überlegen, ob ich die nicht irgendwie wieder loswerden will. Mal kurz gucken, ob ich das nicht schon aufgehoben habe oder... Ich glaube, ich muss bei einigen, glaube ich, gerade ein bisschen Futter nachholen. Ja, das, also so, es regelt sich schon einigermaßen. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe zwar was aufgestellt, aber ich weiß nicht mehr wo. Hier, glaube ich, war es auch nicht. Hier nehmen wir mal die Pika-Früchte mit. Haben wir ja zwei davon. Ja, ist egal. Wenn wir es so finden, dann finden wir es wieder. Wenn wir es nicht finden, dann haben wir halt eben Pech gehabt, was das angeht. So, mal der Wisch. Die, der Wisch, die haben bestimmt... Ja, die haben nicht mehr sehr viel...
Wir haben jedenfalls nicht mehr sehr viele Früchte gehabt. Deswegen stocke ich das jetzt mal auf. Das wird für die eine Weile reichen und deren Plört ist auch schon wieder voll. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Einmal und zweimal, so. Und wir werden heute uns nun mal auf die Suche machen nach einem King Slime oder in der nächsten Folge. Wie gesagt, da bin ich variabel. Wir müssen auch von diesen Rankplatz auch noch wieder was mitnehmen. Wegen den Statuen in der Tempelruine. Oder beziehungsweise in der Flammenebene, sagen wir es einfach mal so. Also sie essen immer noch gerne Huhn, aber jetzt auch noch andere Sachen. Nämlich die, wie essen die Früchte nochmal hier? Die Oko-Oko-Früchte oder wie sie getauft werden, ich weiß es nicht. So. Von den Quattro-Zitronen nehmen wir auch ein paar mit. Die schmeißen wir einfach in die Höhle rein, wo die Quattro-Slime rumvegetieren. So, dann gehen wir das erstmal ab. Heute ist einfach mal also am Anfang erstmal ein bisschen Pflege der Slimes. Und dann später geht es weiter wieder. Wir haben auch wieder einen Tagesauftrag. Und wir hatten letztens, habe ich offline noch einen Flammenslime gehabt. Da gibt es aber ein kleines Problem. Man kann den Flammenslime nicht einfach ins Gehege schmeißen, weil dann verpufft er irgendwann. Er braucht Asche. Ohne Schmarrn, er braucht Asche unter sich, damit er existieren kann. Jetzt kann ich nur halt hoffen, dass ich ein Gehege so umbauen kann, dass der da existieren kann. Da schaue ich gleich mal jetzt in den Gehege, wo die folgenden Plots waren. Ja, da fehlt irgendwas. Fangnetz, Sonnenschild, Plört, Sammler, Futter. Ich weiß nicht, wie ich die hier wie die hier bei mir existieren können. Ich habe keine Ahnung, man kann keine Asche oder sonst was hin platzieren. Weil die können nur auf Asche existieren, das ist das Problem. Also Flammenslimes werden jetzt wohl eher weniger Fall sein. Hä? Was ist hier los? Hat sich der eine Slime... LOL. Der Jäger-Slime hat sich zu einem schwarzen Slime entwickelt. Scheiße. Warum das denn? Rätsel über Rätsel über Rätsel. Das ist mir jetzt glaube ich auch gerade unerklärlich, warum. Ach, da ist das Ding, wo wir stehen gestellt haben. Okay, ich muss noch ein bisschen die Plötz hier loswerden. Also dann können wir das Gehege eigentlich wieder aufgeben. Erstmal. So, schaut mal her. Das sind eure Lieblingsfrüchte. Wohl bekommst. So. Okay. Ja, ich glaube mit den Quattro-Slimes müssen wir irgendwas noch machen. Ja, kotz mal aus, was du gefunden hast. Okay. Ach, der sammelt nochmal. Okay. Interessant. Das alles kann man jetzt in den Generator schmeißen. Echt ärgerlich, dass der sich auf einmal in den schwarzen Schleim verwandelt hat. Ich weiß nicht warum. Wir nehmen trotzdem mal die Plörts hier mit. Mhm.
Einfach mal schauen, dass ich so viel mitnehmen kann, wie ich kann. Jetzt haben wir einen Honig. Ein Honig von denen hier, von der Sorte. Ich glaube, die müssen wir leider loswerden, die Quadrum Slimes, weil mir bringt das nicht, wenn das Slimes hier sich rumporten können wie sonst was. Das bringt mir leider nichts, Freunde. Das bringt mir nichts. Ja komm, wir hauen die auch hier rein. So, das war hier, wo ich es dann verfestigen kann. Kann ich da was machen? Ja, mir fehlt immer noch der Jägerblatt und der wilde Honig. Ist echt schade. Tiefenöl, Tiefensohle haben wir auch noch nicht. Ja, geht leider auch nicht wirklich. Davon haben wir auch noch nichts. Wilder Honig. Ingidionium haben wir auch noch nicht. Ja, da fehlen uns noch einige Sachen. Jetzt sammeln wir mal die Quaderbeeren ein. Ja, heute ist einfach mal Fütterungszeit. Und wie gesagt, ich schaue noch nach einem anderen Slime, wo wir hinzufügen können. Aber wie ich die Flammen-Slimes am Leben halten kann, ich habe keine Ahnung. Bin ich leider überfragt. So, da haben wir das schon mit dabei. Und wir haben immer noch eine Mail von Casey wieder. Ich glaube, Casey ist auch ein Kerl, keine Frau. Weil Casey kann auch ein männlicher Name sein. So. Hauen wir da rein. Okay, ich habe mehr von den... Wir müssen mal kurz mal die Minzmakros rausschmeißen. Und die Silberwurzeln reinschmeißen. Ihr mögt ja die Quadderbeeren, ja, oder die Minzmakros. Da hau ich jetzt mal die Quadderbeeren rein. Ja, seht ihr, das füllt sich so derbe. Zum Einkaufen haben wir jetzt hier gerade nichts, oder? Ne, ist noch nichts gekommen. So, dann müssen wir zum Dschungelbiom bei uns. Wie sieht's eigentlich mit den Hühnern aus hier? Ja, es sind auch schon wieder einige. So, dann kriegt ihr eure Ocker-Ocker-Früchte. Da kriegt ihr Stufe höher. So, dann denke ich mal, haben wir uns um alle Schleime gekümmert. Ich schaue jetzt nochmal da runter kurz. Da haben wir wieder die Picky-Früchte. Wie geht's euch?
Prächtig, okay, gut. Weil die ernähren sich von Wasser, nur die Pfützen-Slimes. Aber wie gesagt, ist echt ein Problem herauszufinden, wie man die Flammen-Slimes halten könnte. So. Dann brauche ich mal von euch wieder euer Rankplatz. Am besten alle. Und die Minzmangos, die tue ich mal verfeuern. Aber lass uns erstmal pennen gehen, damit wir die Mail lesen können und dass unsere Cindy hier auch ein bisschen Schlaf kriegt. So. Von Casey. Hi Cindy, das Jahr, in dem wir beide nach Hause gekommen sind, meinst du, es hätte funktionieren können? Ich meine, jeden Tag mit dir zusammen zu sein, statt dieser Fernbeziehung, das war großartig. Ich erinnere mich, dass ich mich wirklich glücklich gefühlt habe, aber es hat etwas gefehlt. Wir wussten beide, dass wir für all das etwas aufgegeben haben. Ich denke immerzu daran, wenn wir weniger ehrlich damit umgegangen wären, dann würden du vielleicht noch immer diesen kleinen Gärtnerladen haben und ich würde immer noch versuchen, in meinen Keller Musik zu schreiben. Es ist egal. Ich hätte dir damals sagen sollen, was ich niemals gesagt habe. Ich hätte es dir 100 Mal sagen sollen. Casey. La fliegt in der Luft. So. Ja, wir müssen erstmal die... Wie groß... Okay, ich dachte schon, wie groß werden die auf einmal. Ja. Dabei hat er nur gerade gegessen und wollte gerade... Ihr wisst schon. So, dann haben wir das schon mal los. Ja, die kacken wie die Weltmeister, würde ich mal sagen. Was ist das hier? Ja, okay, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. So, dann holen wir uns mal Wasser. Und dann gehen wir wieder zum... Ich nenne es jetzt einfach... Ich weiß nicht, wie die Ebene genau heißt. Vielleicht kann ich es hier gucken, ganz kurz. Das war... Welche Ebene... Sieht man die überhaupt hier auf der Karte? Ja, die Ebene war es. Da steht eine Bezeichnung dabei. Leider nicht. Es war jedenfalls die Ebene hier. Und da müssen wir uns erstmal hinbegeben wieder. Hühner nehme ich jetzt keine mit. Ich nehme jetzt überhaupt nichts mit, außer das hier. Und ich brauche, wie gesagt, noch Water. So, haben wir dabei. Und auf, weiter geht's. Auf ein fröhliches Slime Ranchern. Vielleicht kombiniere ich mal die Katzen. Nee, die Katzen plötzlich nicht. Die brauchen auch Hühnchen. Das ist immer so ein Problem mit den Hühnern. Weil mal hast du viele Hühnchen, mal hast du wenig Hühnchen. Und das ist halt immer so ein ganz kleines Problem. Und ich hoffe, dieses Let's Play, auch wenn es eine Stunde in Folgen sind, was ich eigentlich nie vorhatte zu machen, gefällt trotzdem irgendjemanden oder hat mal kurz Interesse und klickt auf das Video. Würde mich trotzdem freuen. Und nochmal zur Erinnerung, falls ein paar Leute meinen, ich mache das, um ja Geld zu verdienen oder sowas. Nein, ich mache das nur, weil es mir Spaß macht. Und ich möchte weder Geld verdienen damit, weder möchte ich YouTube oder Twitch beruflich machen. Nur damit das mal wieder festgelegt ist. Ich mag es einfach für euch zu Let's Playen. Ich mag es für euch einfach zu zocken. Und wer weiß, vielleicht kommt der eine oder andere auf den Geschmack von Slime Ranger, will das Spiel selber spielen. Kann ja durchaus sein. Es gibt ja schon viele Projekte von mir, wo ich gehört habe, ey, du hast das Spiel so geil präsentiert. Du hast da so viel Leidenschaft reinkaut, da habe ich mir das Spiel selber gekauft. Und wenn ich das höre, Freunde, das macht mich übertrieben glücklich. So. Und daran soll sich auch nichts, und ich betone, gar nichts ändern.
Und ich werde so lange YouTube machen, solange ich es noch darf. So. Jetzt müssen wir warten, bis die Ausdauer ein bisschen aufgefüllt ist. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel. Macht sehr viel Spaß. Mich wundert es, warum Kronk das noch nicht gespielt hat. Ich meine, er hat ja schon Stardew Valley gespielt, also sowas und sowas liegt ihm, glaube ich, einfach, aber schade. Also ich sage mal so, ich würde es feiern, wenn er Slime Rancher spielen würde. So. Falls ich wieder irgendeinen Slime vergessen habe, wo ich, meine Blurt meine ich, wo ich mitnehmen hätte können, dann gehen wir halt zwei oder dreimal. So, Alep. Da wären wir, weil ich weiß genau, es gab mehrere Statuen, wo wir Rankplurts brauchten. Und die möchte ich heute in dieser Folge auch noch suchen. Und wenn ich hier noch einen anderen Slime finde, der nicht stirbt, wenn man ihn ins normale Gehege schmeißt, dann haben wir noch einen neuen Slime mit dazu. So, ich glaube, hier haben wir zum Beispiel gar keine Statue. Aber hier könnten wir auch Wasser des Lebens drauf gießen. Problem ist, dass die Zeit, was man da nutzen müsste, nach meiner Meinung viel zu kurz ist. Wenn man schon hier drauf kann, bin ich mal neugierig, ob wir nicht irgendwas finden. Deswegen erkunde ich das Ganze mal ein bisschen. Da hätten wir zum Beispiel wieder eine Statue. Und wir haben ja zum Glück welches dabei. Aber ich weiß nicht, was die freischalten oder sonst was. Ich aktiviere die jetzt einfach mal. Also hier ist schon mal nichts. Also das heißt, jetzt sitze ich wirklich haargenau hier umgucken. Hier haben wir das schon aktiviert. Da oben war der King Slime, den wir schon haben platzen lassen. Sonst wäre er nämlich noch da und ich könnte ihn so sehen. Ich kann aber mal versuchen, hier nochmal drauf zu gehen. Vielleicht war da oben auch noch so eine Statue. Kann ja durchaus sein. Ja, wenn man gescheit hingucken würde. Ich weiß nicht genau, dass man da raufkommt. Nein! Bleib doch mal drauf. Ach komm. Ich weiß doch hundertprozentig, dass ich da raufgekommen bin. Ja, jetzt ist meine Ausdauer wieder weg. Toll. Ich bin da wirklich mal hochgekommen. So, kurz warten, weil wir müssen ja mal warten, bis die Ausdauer sich da auffüllt. So, jetzt bin ich von da nach da geflogen. Schön aufpassen, dass ich ja nicht runterfliege. Und dann bin ich von da wahrscheinlich dann nach da gekommen. So, ja, weil da immer noch dieser Glitzer ist. Ich glaube, den haben wir sogar noch gar nicht. Den nehmen wir mal mit. Da liegt auch noch so ein Sumwachs mit dabei. Dann gehen wir mal hier lang.
Kurz umgucken, da ist noch so eine Kapsel, die können wir aber leider nicht öffnen. Ich guck mich mal da gescheit um. Da haben wir schon eine Oase eröffnet. Sonst sehe ich aber da hinten nichts. Nee, sonst sehe ich da nichts. Wir gucken mal da rein. Ja, da haben wir die Oase schon eröffnet. Ich finde das immer cool, dass da so ein Schimmer mal davor liegt. Warte mal, wenn es da so schräg drauf geht. Oh lol. Schaut mal, wie wir da haben. Wieder so ein Party-Slime. Hast du jetzt meinen goldenen Ingwer gefressen? Boah, diese Hornslimes. Ich weiß nicht, ob er das ist. Ich glaube nicht. Doch. Ah, da platzt er. Ja, wieder Party-Slimes. Schaut's mal, die haben Partyhüte auf. Die tanzen. Schau mal, was bringen die uns hier? Ja, das sind wieder diese. Da ist ne. Ja. Grünes gestreiftes Ornament. Ja, mehr doppelt. Wir schauen uns trotzdem uns mal. Ah, jetzt brennt hier wieder die Gegend wieder. Jetzt kommen wieder die Flammen-Slimes. Und da ist noch so ein. Da kommen die so runter. Da ist noch so ein Schleimput-Tor. Also hier finden wir zum Beispiel nichts, aber wir müssen jetzt erstmal hier in Sicherheit bleiben. Ich glaube, den Regenbogen habe ich hier schon. Wie gesagt, die überleben nur auf Asche, die Feuerslimes. Und ich weiß nicht, wie ich Asche produzieren kann, die ich dann auf den Gehegeboden auslegen kann. Leider, das weiß ich leider nicht. Ja, wenn ich die ein. Seht ihr, wenn ich eins sage, sind das ganz normale Slimes wieder. Das bringt mir nichts. So Party-Slimes so zu züchten, das geht leider nicht. Ja, da ist noch so ein Schleimtor. Ich brauche aber einen King-Slime dafür. Da unten habe ich schon aktiviert. Ich glaube, hier unten wäre sogar die Quelle von den Leben. Ich kann leider bei der Pflanze hier nichts einsaugen. Ich werde mal fürs. Ich kurze mal das ganze Wasser hier weg. Weil das sind zu wenig Sekunden, wo ich das da gebrauchen könnte. Seht ihr, das wären nur 29 Sekunden. Und jetzt müsste ich lossprinten. Und so eine Blume finden. Die schwarzen Schleim sind mir gerade egal, ich flitze.
Das ist viel zu kurz. Seht ihr? Und schon ist das wieder normales Wasser. Das ist viel zu kurz. Ich komme da gar nicht rechtzeitig da hinten hin. Das ist das Problem. Viel zu kurz. Wie gesagt, jetzt müsste ich halt eben schauen, ob ich hier noch irgendwo so einen Rankplört einsetzen kann. Ich gehe einfach jetzt mal hier hinten weiter. Ja, da haben wir schon solche Mutierungen wieder. Weil schade, dass ich es hier nicht aussaugen kann. Ich guck mich mal ganz kurz hier um. Ja, das haben wir das letzte Mal geöffnet. Da gehen wir jetzt einfach mal lang. Vielleicht finden wir da was. Nee, stopp, wartet mal. Ich bin am Überlegen. Ich versuche jetzt mal was. Aber ich glaube nicht, dass ich das zeitlich schaffe. Dazu reicht auch die Ausdauer nicht immer ganz. Ich versuche das jetzt nochmal. Und dann versuche ich jetzt wieder hochzukommen. Ja, lass mich doch mal durch. Geh mir jetzt nicht auf die Nerven. So. Und dann rein die Stadt da mal da lang. Und ich werde das, glaube ich, zeitlich nicht schaffen. Nee. Dass das mit normalem Wasser nicht geht, ärgert mich ein bisschen. Weil hier kann ich jetzt, komme ich leider nicht so weiter recht. Hier, hier bräuchte mir die Kristallplörts. Die Crystalsplörts. Vielleicht kriege ich es ja hin. Wartet mal, dann muss ich wieder hier zurück. Weil hier springen ja ein paar von diesen Kristallplörts rum. Vielleicht haben die ja schon Plörts wieder fallen lassen. Ich fürchte diese Kristallplörts. Keine Früchte hier, das ist ein bisschen traurig, weil sonst hätte ich jetzt versucht, mal da drüber zu mit den Kristallplatz zu gehen. Ja, wissen wir ja, was wir jetzt machen müssen. Na, ihr wollt mir keine Kristallplatz geben jetzt. Das glaube ich euch. Ihr seid jetzt wunschlos glücklich hier gerade. Ja, okay, dann müssen wir wieder zurückkehren. Und mit Silber. Ja, mit Silberwurzeln zurückkommen. Alep. Schade, dass man sich da nicht wieder zurückporten kann. Das finde ich echt schade. Einmal hier. Und einmal hier. Weil den hatten wir auch noch nicht, seht ihr? Gut. Dann brauchen wir Silberwurzeln. Die haben wir jetzt wo gepflanzt? Ich glaube, das war hier drüben irgendwo. Zum meinen. Da wisst ihr was, wir nehmen einfach... Was soll der Geiz? Wir nehmen einfach Kristallplörts mit. Wir haben ja schon welche hier. Von daher... Ich nehme jetzt einfach mal alle raus. Okay. Nicht alle. Aufpassen, dass die sich jetzt nicht irgendwie wieder miteinander kreuzen oder so. So, dann gehen wir mal ganz kurz schlafen. Und wieder eine Mail drin. Wieder von Casey. London.
Ich weiß, dass es die richtige, dass es das Richtige war. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir du sagst, aber es hat sich nie genauso angefühlt, wie ich dich bei mir zu haben. London war eine Gelegenheit, die ich nicht auslassen konnte. Eine Möglichkeit, auf Tour zu gehen, um zu tun, was ich liebe. Aber ich habe dich trotzdem wahnsinnig vermisst. Und als du mir gesagt hast, dass du auf die ferne, ferne Weite willst, habe ich dich doch noch mehr vermisst, sogar noch bevor du weg warst. Ich schätze, das ist einfach so mit uns, was wir wirklich wollen, ist leider zufälligerweise in unterschiedlichen Teilen des bekannten Universums. Ich meine, es gibt Fernbeziehungen und dann gibt es Entfernungen, die sind so groß, dass die Zeit vermutlich unterschiedlich funktioniert. Warum gibt es darüber eigentlich nicht mehr Lieder, Casey? Okay. So. Jetzt haben wir die Plätze dabei. Verkaufen müssen wir jetzt nicht unbedingt was, aber wir sollten schon die Plätze ein bisschen loswerden. Weil sonst sind das zu viele. Wir lernen das ein bisschen mal. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht die Mosaikplatz verkaufe hier. So. Ihr seht ja, wie schnell die produziert werden. Und ich finde es einfach schön, das einfach mal zu machen. So, dann haben wir das schon mal ein bisschen wieder geleert. Und dann gehen wir jetzt wieder hin. Weil ich glaube, jetzt andere Plätze brauchen wir jetzt nicht speziell dafür. So, einfach mal ganz schnell wieder hinflitzen. Das mit dem Wasser des Lebens oder was das ist, das finde ich echt schade, dass das nur 29 Sekunden sind. Also, liebe Entwickler, da hätte ich mir schon eine Minute gegönnt. Also wenigstens eine ganze Minute. Dass man wenigstens die Chance hat, zu den anderen Früchten hinzukommen. Also zu den anderen Pflanzen. Weil, ihr müsst mir vorstellen, ich müsste ja, wenn ich jetzt das Wasser des Lebens einsauge, müsste ich ja quasi, am Anfang war ja auch eine Pflanze, müsste ich ja versuchen, den kürzesten Weg zu nehmen. Aber 29 Sekunden sind halt einfach zu wenig. Das ist viel zu wenig. Das schafft keiner. Außer es gibt halt irgendwie einen Trick dabei, das Wasser immer zu erneuern. So. Ganz fix hingehen. Weil wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Wer bis jetzt dahin hierher in der Minute zugeschaut hat, hat meinen größten Dank und meinen Respekt. Weil das wird zum Beispiel das einzigste Projekt sein, und wirklich das einzigste Projekt, das eine Stundenfolgen hat. Alle anderen Projekte werden maximal 15 bis maximal 25 Minuten laufen. Länger nicht. Und es wird auch noch nur ein Projekt geben, wo ich versuche von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Okay, ich hatte keine Ausdauer mehr.
Und ja, zum Beispiel Wimmelbild-Spiele, die sind ja Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Wenn ich zum Beispiel ein Spiel erwischen hätte, das einen deutschen Untertitel hätte, dann ist das, kann ich eine Ausnahme machen. Aber komplett auf Englisch? Nein. So. Dann schauen wir mal, ob wir da noch was erreichen können. Aber ich frage mich schon echt, wo noch so ein Kingslines stecken könnte. Weil viele Ecken bleiben da nicht mehr übrig. Bin ich ganz ehrlich. So. Da erreichen wir jetzt das nächste. Und da weiß ich ja jetzt auch, wo wir hingehen müssen. Aber ich kann mich echt noch so im Kopf erinnern, da war nur so 1 bis 3, sagen wir mal. 1 bis 3 Statuen, wo du mit Rank Blurts aktivieren musstest. Weil schaut mal her, wie weit das weg ist. Hier ist so eine Pflanze, wo ich mit dem Wasser des Lebens beträufeln könnte, ja? Und jetzt passt mal auf, wie weit der Weg ist bis zu den, bis zur Quelle, wo ich da eigentlich hin müsste, ja? Und es ist jetzt egal, welche Richtung ich gehe, das ist einfach zu weit. Weil da drin wäre jetzt die Quelle und ich müsste jetzt dahinter rennen. Das gelingt nicht, Freunde. Weil es wäre halt echt cool, wenn diese Blumen hier auch so eine Wasserquelle raussprudeln könnten. Oder dass es vielleicht noch eine Quelle gibt, dann würde es sich nicht lohnen. Versteht ihr? So, und jetzt gehe ich mal hier hinter. Weil hier muss ich solche Mosaikplatz reinschießen. Vielleicht wird sich da eine Quelle ergeben. Das wäre ja nicht mal so schlecht. Oder mal, kann ich das so hinschießen? Nur die Frage, was bringt das mir? Ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwelche finde. Ja komm, geh halt mal hoch. Ich kann nur so hoch, alles klar. Was bringt das mir hier, wenn ich die aktiviere? Was ist, wenn ich jetzt... Oh, jetzt muss ich schon, dass ich da irgendwie da runterkomme. Ja, tatsächlich, da ist auch eine Quelle jetzt. Okay. Nur die Frage, wie komme ich da dann wieder hoch? Hä? Wie soll ich denn das schaffen? Jetzt muss ich erstmal schauen, wie man den Weg da wieder nach hoch kommt. Hier oder wie? Okay, dann muss ich das Wasser kurz mal loswerden. Okay, interessant. Hier hat man auch noch eine Quelle.
Komm schon. Wo ist diese verträumte Blume? Okay, das ist jetzt gemein, wenn da solche... Da wäre auch noch eine, okay. So, jetzt müssen wir kurz mal unten bleiben, weil es schon wieder warm ist. Ja, da hört man diese Feuerslimes. Aber wie gesagt, die kann man halt eben nur züchten, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, in ein Gehege Asche dauerhaft zu platzieren. Weil die können, wie gesagt, nur auf Asche überleben. So, das hat sich wieder beruhigt. Ganz schnell, da war nämlich noch so eine Pflanze in den Ruinen drin. Komm hoch. Hier ist nämlich auch noch eine. Ich frage mich bloß nur, was mir das bringen soll, diese Quellen zu aktivieren. Ja, manche machen hier einfach Selbstmord, da kann ich aber nichts dafür. Ich weiß nicht, was diese Quellen mir eigentlich generell bringen sollen, also diese Oasen. Keine Ahnung. Gehen wir kurz da lang. Ja, du haust hier ab. Du lass mich in Ruhe. Vielleicht gibt es hier noch so Statuen. Schauen wir mal. Ja, hier wäre auch so eine Blume, aber es wäre halt schön, wenn es nicht immer nur das Leben des Wassers wäre, dass man einfach mal stinknormales Wasser nehmen könnte und die quasi damit streuseln, also gießen kann. Dass man damit man gießen kann. Ja, okay, das ist eine stinknormale Statue. Gibt es hier irgendwelche besonderen Statuen? Von dem ich nichts weiß. Ich guck mich mal hier um. Hier ist irgendwo wieder ein goldener Ingwer. Irgendwo hier. Ja, hier ist wieder ein goldener Ingwer. War es hier irgendwo eine Statue?
Ja, die Nachricht haben wir schon gelesen. Hier müssen ja auch irgendwelche Statuen eigentlich sein. Weil sonst würde die Blume da keinen Sinn machen. Und mir schlaft die linke Hand ein, das finde ich nicht fein. Ja, irgendwie muss man da ja raufkommen. Ah, okay, hier wären der Wisch-Slimes. Okay. Also müssen wir als nächstes der Wisch-Slimes mitnehmen. Wie viel sind das hier? Eins? Eine Statue? Warte mal, da wäre ja ein Devish. Nee, nee, nee. Ihr pinken Slimes verzieht euch mal. Mögt ihr keine? Herr Jungs. Die stehen nicht auf goldenen Ingwer. Okay. Also eine einzige Statue von denen habe ich bis jetzt gerade entdeckt. Ja, das war dieses komische Gebäude, wo man nichts machen konnte. Daran kann ich mich erinnern. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich mich jetzt wieder verlaufe. Weil ich habe mich schon mal hier in dieser Anlage da verlaufen. Wenn ich es nicht schon wieder getan habe. Uiuiui, habe ich mich schon wieder verlaufen? Ein Moment. Dann bin ich ja da hochgegangen und sage, ja, das habe ich schon gelesen. Dann müsste ich von da kommen. Nur die Frage, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Och nö, also das Eck ist echt furchtbar, Freunde. Ich möchte wieder zurück. Ja, ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich habe mich schon wieder zum Kuckuck verlaufen, ey. Da ist noch eine Schleimtür. Ich hasse ich muss sagen, die Gegend hasse ich wie die Pest. Weil du dann nicht mehr weißt, wo es zurückgeht. Schon wieder verlaufen. Also ich werde jetzt da nicht lange rumsuchen. Ich werde einfach mal einen Notfall-Respawn machen. Da verliere ich zwar die Mosaik-Plurz, die Rank-Plurz und den goldenen Ingwer. Aber wie gesagt, ich habe keine Lust, ständig dazu suchen, wo ich herkomme. Boah, das frustriert mich gerade wieder ein bisschen. Ja, Freunde, ich mache Notfallrückstart. Weil ich kann jetzt ewig hier rumsuchen. Ich werde wahrscheinlich nicht den Ausgang finden hier. Ja, das ist wieder die Stelle.
Doch noch Glück gehabt. Boah, also ganz ehrlich, das Eck werde ich so arg meiden. Das kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Ah, jetzt bin ich Gott sei Dank wieder rausgekommen hier. Das ist so unangenehm in den Eck da hinten. So, dann gehen wir mal hier zurück. Boah, bin ich froh, dass ich jetzt wieder daheim bin. Alter, ist das Eck da hinten ekelhaft. Schau mal, wo ist denn da der goldene Ingwer? Da ist der goldene Ingwer. So, die Sache schmeiße ich hier in da rein. Ich kann eigentlich auch Musikplatz mal reinschmeißen, hier ein paar. So, was haben wir da hier? Auch ein Teleport. Zu was, frage ich mich hier. So. Ah, wir sind gleich am Ende einer Folge. Finde ich ein bisschen schade immer, weil es immer das Spiel immer so extrem viel Spaß macht. So, 50. Dann haben wir da 50, dann gehen wir mal hier lang. Das mit den Rangplatz kriegen wir schon noch hin, Freunde. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen so, dass dieses Flammental, wie ich es jetzt mal nenne, ist schon extremst verwinkelt. Also, das ist nicht ohne. Also das ist echt nicht ohne. Das kann ich euch aber sagen, hey. So, und dann nochmal darüber. Aber wie gesagt, das war auch keine doofe Idee, die Rankplurts mit den anderen Plurts, mit den Ratsplurts zu vermischen. So. Dann sage ich mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Danke fürs geduldige Zuschauen, muss ich dazu sagen. Weil es ist nicht jedermann Sache, so eine Stunde Folge anzuschauen. Also eine Let's Play, wo die Folgen eine Stunde lang gehen. Und ja, hoffentlich macht es euch genauso weiterhin Spaß wie mir. Ich halte noch kräftig durch, wie gesagt. Ich möchte versuchen, alles zu erwischen, was es bei Slime Ranger gibt. Die ganzen Slimes, die wir noch haben. Wir werden noch sehr verschiedene Kombinationen durchmachen. Und. Bestimmt, das wird noch sehr lange. So, fürs nächste Mal nehmen wir schon mal ein paar. Also ich nehme nur 8 Stück mit. Machen wir mal so. Wieder eine Mail von Casey, okay. Der scheint uns ja ziemlich arg zu vermissen, der Casey. So, aber jetzt, gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge von Slime Ranger.